Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zu Stardew Valley. Genau, in der letzten Folge hatten wir ja den Geburtstag vom Zwerg und haben dann auch nichts mehr Neues angebaut, da der Monat bzw. die Jahreszeit ja schon fast rum ist. Genau, weiterhin, heute ist es sonnig, morgen ist es sonnig. Ja, neutrales Glück. Ich bin schon sehr gespannt auf die nächsten Neuerungen. Oh Gott, wie viel Zeugs. Überforderung. Ah, ich muss erst mal gucken. Das kommt da rein. Reissprießen. Ja. Oh Gott, wie war das noch? Ach ja, genau. Das ganze Zeugs erst mal einsammeln. Ach ja, ich bin immer noch ein bisschen müde von gestern. Gestern war ja Silvester. Heute ist der 1. Januar 2021. Und ja, ist irgendwie so interessant, dass das jetzt schon wieder rum ist, dieses turbulente und kuriose Jahr. Naja, aber irgendwie auch zum Glück. So, bis auf die Sonnenblume. Sehr schön. Ach ja, stimmt, ich muss ja die Dinger hier auch noch gießen. So, genau, ich weiß noch, die auf gar keinen Fall wegkloppen. Dafür ruhig aber das hier. Oh, ich glaube, das war ein Pilz. Ja gut, was soll's, der wäre sowieso im Weg gewesen. Naja. So, was können wir machen? Reissprießen. Die sind doch nur für den Frühling. Ja. Habe ich hier noch? Ja. Sehr schön. Da ist noch einmal Milch. Die Mayonnaise können wir verkaufen. Ach ja, genau. Oh, es ist schön mit der Tab-Taste, dass ich mich daran auch erinnere. Ich habe es ja immer so mit dem Gedächtnis, dass das nicht ganz funktioniert. Aber naja. So, gießen. Fangen wir damit erst einmal wieder an. Das Wichtigste überhaupt, denn wenn die Pflanzen nicht gegossen sind, ist klar, dann wachsen sie ja nicht. So. Machen wir mal von hier aus. Rotkohl. Aber ich gebe zu, irgendwie ein Gemüse, was ich an sich gerne esse, aber nur als Salat. Also in Salat so untergemischt. Ist irgendwie ganz komisch manchmal mit mir, was ich gerne esse und was nicht. So Sauerkraut, im Prinzip Sauerkraut ist ja nichts anderes als Kohl. Oder? Ja doch, Kohlköpfe, die dann einfach so weiterverarbeitet werden und ja. Dann esse ich doch lieber eine Kohlsuppe, eine simple, als mir dann sowas anzutun. Oh, nee, ich hasse Sauerkraut. Das ist so, nee, also da ist es denn so, dass lieber frisch. Und beim Rotkohl, wie gesagt, da kann es auch ruhig so richtig frisch sein. Aber bei anderen Sachen, naja, da gibt es dann auch wieder so Sachen, die ich überhaupt nicht so großartig, ja, roh esse. Ich kann zum Beispiel keinen Sellerie und auch keinen Kohlrabi so essen. Ich weiß nicht, ich mag das nicht. Oder Möhren. Mein Freund isst auch ganz gerne mal einfach so Möhren. Ich kann das überhaupt nicht. Naja, die Batterien kommen da rein. Das ist Frühlingssaat. Oh, richtig, wir haben das Gewächshaus. Oh, da habe ich dran gedacht. Und, Moment, erst einmal das hier. Und eine wichtige Sache, ich wollte auch noch den einen Ring basteln. Ich sag noch, mein Gedächtnis ist schlecht und dann kann ich mir doch das merken. Glühsteinring. Emittiert Licht, vergrößert den Radius und sammelt... Ah ja, genau. Halt. Ah, jetzt habe ich aber nicht nachgeguckt. 5 Solaressenz, 5 Eisenbarren. Absolut günstig. 1, 2, 3, 4, 5. Und 5 Solaressenz haben wir doch auf jeden Fall. Sehr schön. Hier ganz unten. Und dann bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich lege mal die beiden ab. Dann müsste das ja eigentlich jetzt funktionieren. Ich packe die erstmal hier vorne mit in die Kiste. Die wollen wir ja dann später mit Sicherheit auch noch verkaufen. So, mal schauen. Das packe ich erstmal weg, bevor ich das einfach wieder vergesse und dann ewig lang im Inventar rumdümpelt. Nein, hier oben. Ja, die Sternfrüchte. Ah, da kann ich sogar welche wegpacken. Ich meine, hier wieder zu Saatgut machen. Ja, stimmt, wir können das jetzt nicht mehr weitermachen. Hm, naja. Aber ich denke mal, im Gewächshaus können wir noch ein bisschen was davon anbauen. Und denn so viel haben wir noch gar nicht hier vom Dingens, von der uralten Frucht.
Ja, doch einiges. Zack, zack, zack. Da werde ich nämlich dauerhaft die uralte Frucht reinsetzen, weil das einfach besser ist. Die geben dann nämlich richtig, richtig viel Geld, wenn man die weiter verarbeitet zu Wein. Und vor allem, später gibt es auch noch ein Reifungsfass. Da kann man dann eben das Zeugs richtig dann, ja, wie nennt man das? Ja, genau, reifen lassen. Reifungsfass. Was könnte man damit machen? Na, ich würde sagen, die Sachen reifen lassen. Oh, meine süßen Tierchen. Genau, die Ziege haben wir ja in der letzten Folge am zweiten Tag gemolken. Deswegen erst ja, morgen, am nächsten Tag. Dienstag. Ja, was könnte man noch heute machen? Da wir neutrales Glück haben, wüsste ich jetzt gar nicht großartig, was man machen könnte. So, erst einmal natürlich die Tiere versorgen. Oh Gott, stimmt. Hier, die haben ja kaum noch was. Da muss ich auf jeden Fall mal wieder was nachfüllen. Moment, das Silo dürfte alle sein, ne? Ah, nee. Aber gut, ich möchte das jetzt nicht zu sehr da wieder rauszuppeln. Dann fehlt das nachher wieder bei den Kühen. Oder? Moment. Ah ja, stimmt, geht ja jetzt eh nicht mehr, da ich da aufgefüllt habe. Egal. Raus mit euch, ihr wunderschönen Gockeltierchen. So, ich bringe das erstmal weg. Ja, stimmt, das hier haben wir auch noch. Ja, machen wir so. Sehr, sehr schön, das hier. Und dann können wir gleich das hier schon mal weiterverarbeiten. Einmal so, einmal so. Sehr schön. Alles da hinein. Das da auch, das auch. Ja, dann kann man das später halt, wie gesagt, weiterverarbeiten und verkaufen. Hier. Das beides. Stimmt, die Peperoni kann ich vollständig verkaufen. Das möchte ich zu Saat machen. So. Ah ja, stimmt. Hier. Eins, zwei, drei und vier. Und ich würde sagen, die hier mache ich auch soweit zur Saat. Denn wie gesagt, das ist unglaublich, was man da an Geld bekommt. Nur alleine für eine Flasche hier uralte Fruchtwein mit Iridiumstern. Das ist so enorm. Vor allem, wenn man dann sehr, sehr viele davon hat. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Perfekt. Da würde ich sagen, sammle ich die noch ein. Obwohl ich mache alles. Die drei Dinger noch. Das lohnt sich gar nicht, die jetzt noch aufzuheben. Eins, zwei und drei. Sehr schön. Erstmal Kätzchen. Ja, süßes Tierchen. Gut, dann haben wir jetzt 18 Stück. 10 aus 4 Sternfrüchten. 10 mal Saat. Das ist großartig. Und 26 von denen hier. Stimmt, ich wollte auch noch Iridiumsprinkler da reinsetzen. Also das bleibt auf jeden Fall so stehen, weil der Mais geht ja mit in die nächste Jahreszeit. Hier das nicht, aber wir haben ja noch ein paar Tage. Ah, ist schwierig, ne? Deswegen, wir brauchen unbedingt. Wir haben 5 Iridiumbarren? Oh, ich würde so gerne die Spitzhacke aufwerten. Aber ich glaube, die Sprinkler sind im Moment wirklich besser. Ich glaube, wir brauchen da auch noch Gold. Wo ist denn der? Dort. Genau. Ein Iridiumbarren, ein Goldbarren und eine Batterie. Wie gut, dass wir da so viele von haben. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, es lohnt sich, glaubt mir. Wenn wir dann in den nächsten Jahreszeiten immer wieder die großen haben, ist es so viel angenehmer und spart auch Platz. Deswegen, ja, es ist einfach besser. Das kommt hier wieder rein. Und das Teezeugsgezuppel. Die Teeblätter kommen hier hinein. Ah ja, so. Sehr schön. Ich glaube nämlich. Ah ja, noch ein paar Gehwegplatten, wenn ich da dann umgrabe. Obwohl, nee, ich grab da ja nie wieder drin um. Höchstwahrscheinlich. Und wenn, dann kann ich das halt wieder neu hinstellen. So, hier. Ein wunderschönes großes Gewächshaus. Genau, jetzt muss ich mal sehen. Eins, zwei, drei.
Aber ich mache jetzt erst einmal so viel wie geht. Beziehungsweise so, dass ich den ersten Sprinkler aufstellen kann. Und der erste Sprinkler, das wäre hier, glaube ich. Moment, eins, zwei. Ich guck mal kurz draußen, ich bin mir gerade unglaublich unsicher. 24 Felder. Denn da wäre, glaube ich, schon zu weit. Oder? Ich muss das echt mal kurz eben hier draußen gucken. Ach, seht mal, ist ja auch schon wieder fertig. Ja doch, das ist ein viel größerer Radius. Das geht sogar bis hier oben hin. Ah, dann habe ich hier das nicht ganz hinbekommen. Dann würde hier auch noch sein. Also 1, 2, 3. Oder? Im Moment hier. Das ist noch mit bei. 1, 2 von oben und 2 von links. Nee, dann ist das so richtig, wie ich das eben schon ausgerechnet hatte. Ja, hier sieht man das noch besser. Von unten rechts. 1, 2 und dann in der Mitte. Okay, gut. Sehr schön. Wie gesagt, immer lieber mal nachgucken. Wenn man sich dann nämlich später ärgert, dass man das nicht richtig hingepackt hat, dann ja, ist halt doof. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Genau, dann gehört der nämlich dahin. Ich war jetzt nur von dem Layout hier so ein bisschen irritiert. Aber naja. So. Ah, ja gut. Na, das macht ja nichts. Dann müsste der nächste... Also hier... Eins, zwei. Eins, zwei. Und da. Und ist da perfekt. Zack. Dann können wir da auf jeden Fall das so weit hinsetzen. Das ist gut. Mache ich jetzt einfach mal so. Dann der nächste wäre dann... Eins, zwei. Eins, zwei. Da. Direkt vor mir. Da. Gut. Und der nächste dann da. Und dann bräuchte ich sogar noch welche hier am Rand. Weil, wie man sieht, hier zwei und dann ist es halt die komplette Reihe hier. Die beiden wären dann frei. So, aber ich setze jetzt erst einmal das ganze Zeugs hier hin. Stimmt, ich brauche auch gleich noch die Gießkanne. Ah ja gut, jetzt habe ich das ein bisschen verschwendet. Aber egal. Ja, setze ich das ruhig einfach mal querbeet hier dazwischen. Ja, stimmt, wir können ja auch noch andere wertvolle Sachen erst einmal hier mit reinsetzen. Ich würde dann kleine Sprinkler ruhig hier an den Rand setzen. Oder? Ja doch. Hier am Rand ist das ja nicht ganz so dramatisch. Oder? Ach, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, da bräuchten wir noch einen Iridiumbarren, um das dann richtig vollständig zu machen. So, dann hier oben noch das Bier. Sind 6 Stück, ne? Jupp. Sehr schön. Ey. Dankeschön. Oh Mann, schon 19 Uhr. Ich sag's ja, wenn man da irgendwie am Farm-Layout herumbastelt, das geht so schnell. Genau, ich würde sagen, die hier können wir dann wegnehmen. So. Da die ja eh im Moment nicht gebraucht werden, ist das nicht ganz so schlimm. Ja, ich könnte mir das Gießen jetzt auch sparen hier beim Hopfen, aber nee, das geht doch so. Und dann würde ich den einen dann ruhig hier noch mit auf dem Feld lassen. Das hier sind noch Tomaten und Peperoni. Ah ja, stimmt, ich muss das denn sowieso. Ah, oder? Nee. Nee, die Diskussion hatte ich eben gerade mit mir selber schon. Also, dass das richtig... Ich habe manchmal wirklich so das Gefühl, dass hier oben sind 3 Reihen. Fragt mich nicht, warum. Das ist echt bekloppt. Naja, ansonsten hier, da. Müsste dann hier hin, wo diese Pflanze steht. Ja, aber nicht jetzt. Dann haben wir ja heute so gut wie nichts gemacht, außerhalb vom Hof. Oh Mann. Ist zwar schade, aber... Hm. Was wollte ich jetzt hier? Ah ne, ich wollte ja die anderen Sprinkler, die kleinen, erstmal zumindest so rüberstellen.
genau die Tierchen wieder rein. Oh, ich finde das auch viel schöner jetzt, dass das Gewächshaus da jetzt so schön ist. Ich glaube, unsere Schweinchen sind noch zu jung, ne? Ich hatte die ja quasi erst geholt, bevor ich die Pause gemacht hatte. Also hier von Folge 80 zu jetzt. Ja, stimmt, ich hätte ja eigentlich auch einen Dünger jetzt damit hinsetzen können. Na egal. Eins, zwei und dann fehlen hier. Da müsste dann hier einer hin. Da einer hin. Dort. Und dann fehlt hier noch. Das dürfte eigentlich so im Grunde perfekt sein. Denn hier jetzt nochmal einen hinsetzen wäre ja auch blöd. So, Moment. Hier. Macht ja nur das hier drumherum. Ja, das geht dann so weit. Wenn ich den da hinsetze, das ist okay. Gut, ja, soll jetzt erst einmal wachsen. Ich habe jetzt vergessen, das zu gießen. Ich hole nochmal die Gießkanne. Ah, bei Caroline war ich noch nicht. Ah ja, stimmt. Ich habe auch gerade gesehen, der Ring. Der leuchtet tatsächlich. Gießkanne. Ja, ich glaube, das ist der normale Radius, oder? Sekunde. Das werden wir gleich sehen. Jep, ist der normale Radius. Das ist super. Dann haben wir jetzt einen Ring für beide Sachen. Das ist schön. Sehr, sehr schön. Ja, die sehen auch glücklich aus. Das hört man doch gerne. Ja gut, in Gebäuden eben halt ist es wie immer so. Ja, das Gießen ist jetzt auch nur heute. Der Rest wird dann eben die Tage gegossen, ist klar. Automatisch gegossen, wollte ich sagen. So, hier. Und dann können wir auch gleich wieder zu Bett gehen. Zack. Können wir gleich im Inventar behalten, soweit. Schön. Dann haben wir jetzt mal einen kompletten Tag nur auf der Farm verbracht. Ist ja auch mal nicht schlecht. Einfach mal so regeln, was könnte man jetzt den Tag so machen? Wie könnte man die Farm noch weiter gestalten? Ist ja auch wichtig. So. Für einen Tag, das ist nicht schlecht. Ah, durch die ganzen Mayonnaise-Dinger. Mayonnaise-Dinger. Ja, genau, dann auch noch das Bier. Das gibt schon ordentlich. Und jetzt stellt euch vor, wie viel nur alleine eine uralte Frucht bringt. Die gibt richtig gut viel. Dann eben potenziell hochwertiger, eben als Wein. Ah, Willis Geburtstag ist heute. Sehr schön. Erst einmal Wetterbericht. Morgen wieder einmal sonnig. Ah, heute nur negatives oder noch negativeres Glück als sonst. Die pinke Torte, das hatten wir ja schon. Ah ja, Pierre hat heute dicht. Das sieht so schön aus. Ich sag's ja, ich liebe dieses Spiel. Okay, der Hopfen. Den ernten wir natürlich auch wieder. Zack. Einmal so. Ach ja, wie brach das Feld wieder liegt. Zumindest so gefühlt. Ah, das war dumm. Egal. Machen wir das so. Geht ja auch. Den da unten aber nicht vergessen. Sehr schön. Und vor allem Blaubeeren. Genau, in den Kommentaren habe ich schon gelesen, Blaubeeren und Heidelbeeren sind dasselbe. Nur eben halt, ja, wird es überall anders halt genannt. Oder von Ort zu Ort, von Region zu Region unterschiedlich. Auf jeden Fall Dankeschön für diesen Kommentar. Das ist echt lieb. Wenn ich dann auch so bedenke, wie es jetzt für Silvester war, Berliner Pfannkuchen oder Krapfen, ne? Ist auch immer, naja, nicht unbedingt eine Riesenstreitfrage, aber naja, ich kenne sie halt als Berliner, schon aus Kindertagen und ich werde sie weiterhin so nennen. Für meinen Freund, der aus Sachsen-Anhalt kommt, da sind es dann eben, ja, Pfannkuchen. Und die Eierkuchen, das wäre dann eben die Pfannkuchen, die wir kennen. Es ist so kurios. Ich finde das schön. So diese ganze Diversität ist, es ist wirklich interessant, sowas mit anzusehen.
So, hier ist dann auch noch was. Sehr schön. Gut, unsere Pilze sind auch wieder soweit. Zack, zack, zack. Na, kommt schon. Danke sehr. Ja, Pierre hat heute dicht. Da können wir nicht hin, uns das Dingens holen. Den Tee, das habe ich gestern leider auch verpasst, weil wir hier ja sehr beschäftigt waren. Aber das macht nichts. Ich möchte das ja weiterhin einfach so schön, einfach, naja, stresslos möglichst halten mit dem Spiel. Ach ja. Na, wir haben sogar fast das Geld zusammen für Dingens. Hier, für die Hauserweiterung. Aber jetzt die Frage. Wir haben ja jetzt schon mal das hier ausgebaut. Dass wir eben die Schweine und die Ziegen... Nee, die Schweine und die Schafe halten können. Ich weiß hier. Dankeschön. Wollen wir denn auch den Hühnerstall schon mal ausbauen? Das wäre jetzt nämlich die nächste Sache, die man machen könnte. Aber ich bin mir gerade unsicher, muss ich gestehen. Kätzchen. Ah, hier. Und sie wachsen schon. Perfekt. Ist schon gegossen, ne? Ja, ist dunkler. Jupp. Okay. Ich war mir gerade ein bisschen unsicher. Ach ja. So, zack. Dann würde ich sagen, erst einmal mache ich das Ganze hier wie immer. Dass ich die Eier erstmal zu Mayonnaise verarbeite. Dann eben die Milch wird zu Käse. Oh, Ziegenkäse. Ich liebe Ziegenkäse. Der schmeckt so gut. So köstlich. So. Dann das damit rein, die Entenfeder. Oh, wir haben sogar schon 3 mit Iridiumstern. Krass. Hm, das ist gut. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja auch noch das hier. 5 Tage Zeit. Käferfleisch. Lege das Käferfleisch in die Tonne neben Willis Haus. Richtig. Da wollten wir ja in die Mine. Das hatte ich total vergessen. Ich gebe es zu, ich habe es absolut vergessen. Gut, ich würde aber sagen, die Pilze erst einmal verkaufen. Das hier, also die Sprinkler und so, das packe ich erstmal damit rein. Dann das Harz kommt hier hinein. Das wird verkauft. Die Pilze auch. Und die Blaubeeren. Ja gut. Machen wir bis auf... Obwohl, komm, so. Das geht auch so. Ich will aber nochmal kurz gucken. Was könnte man eigentlich so nochmal im Gewächshaus anpflanzen? Ich würde sagen, ein paar Erdbeeren. Oder? Ja doch, machen wir so 5 Stück. Oder? Ja doch, 5. Dann haben wir nämlich immer einen guten Vorrat da. Oh, was könnte man noch machen? Blumenkohl haben wir nur 2? Das wird auf jeden Fall auch gemacht. Dann Sommersaat. Hier nochmal Sternenfrüchte. Kann man auch nochmal machen. Melonen. Blaubeeren haben wir genug. Mehr als genug. Dann halt nochmal Herbst und ein bisschen Winter. Die rote Beete, das können wir doch jetzt schon machen. Ja gut, ich weiß, wir haben den Herbst sowieso schon vor der Tür stehen. Aber ich meine, 6 Tage, dann hat man das auch schon mal stehen und braucht nicht hier angepflanzt werden. Und dann kann man es früher eben wieder zu Saatgut verarbeiten und hier dann wieder auf dem Feld ausbringen. Ja, das geht natürlich auch. Stimmt. Jetzt die Frage, geht das auch im Gewächshaus? Im Herbst aussehen braucht die gesamte Jahreszeit zum Wachsen. Das würde ich nicht im Gewächshaus anpflanzen. Nee. Aber ein bisschen gemischte Saat, richtig. Oh, nehme ich mal mit. Und dann können wir ja mal gucken. So, den Melkeimer packe ich ruhig mal wieder hier rein. Die Gießkanne nehme ich mit. Hier unten habe ich schon. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt gehe ich da alles gießen und dann hier unten... Oh. Ich kenne mich, das würde ich hinkriegen. So, ja gut. Ah, das ist neu. Das geht nicht mehr, dass das mit abgekloppt wird. Oh, das ist gut. Das war ja früher halt so, wenn man da dann drauf gekloppt hat, egal mit welchem Gegenstand. Obwohl, nee, mit der Spitzhacke geht noch, aber mit der Hacke ging das vorher. Da musste man dann wirklich eine Gehwegplatte drunter packen.
Das fand ich ein bisschen nervig manchmal. Wenn ich dann vergessen habe, ich muss das ja auch noch machen. Aber naja, gut. Hier, dann gießen wir das Ganze schon mal. So. Hier und dort. Da kann man den Rest auch einfach mit gemischter Saat machen. Ist zwar ein bisschen, wie kann man es nennen? Wirklich Lotterie, was man da rausbekommt, aber naja. Na gut, es ist halt gemischt, ist klar. Aber dennoch, mal sehen, was kommt. Und da kann dann wirklich von jeder Jahreszeit das kommen. Weil es hier im Gewächshaus einfach so wächst, wie es ist. Ach so, hier, ja. So? Ja doch, das passt soweit. Ich dachte eben, ist das nicht ganz richtig? 4, 5. Dann die beiden Blumenkohl. Nochmal. Ach so, ja gut, hätte ich hier auch mit hinsetzen können. Egal, zu spät. 2. Dann die rote Beete. Gibt's auch grüne Beete. So. Und jetzt den Rest machen wir einfach mal gemischte Saat. So. Hauptsache, wir können da nochmal schön was anpflanzen. Und hier haben wir jetzt auch nicht mehr den Stress, dass wir da hinterher gießen müssen, weil ja schon alles gegossen wird. Und das ist halt wirklich der große Vorteil an den Sprinkleranlagen. Das ist so super. Ich weiß gar nicht, ob das noch möglich ist, die Bäume hier, dass man die auch nochmal im Gewächshaus anbringt. Ich weiß es gerade überhaupt nicht mehr. Dann könnte man nämlich die Bäume hier draußen... Ja gut, ich würde die wahrscheinlich doch stehen lassen. Aber dann könnte man noch mehr davon da ins Gewächshaus stellen und hätte man dann richtig viel an, ja, Obst. Und dann könnte man das jeden Tag ernten. Achso, ja, die Eier. So, 1 und 2. Gut, wir wollten heute in die Mine wegen den Aufgaben. Wegen der einen Aufgabe, die wir da angenommen haben. Die gemischte Saat kommt da rein. Das wird verkauft. Ja genau, das mit den Käfern, das geht ja sogar sehr schnell. Ich meine, so viele, wie es da gibt. Und ich bin gespannt, was wir dann dafür bekommen. Steht da eigentlich mit bei irgendeine Belohnung? Nee. Hallo, ich suche einen großen Haufen. Ja, 100 Stück sollten ausreichen. An sich 100 haben wir ja schon. Moment, oder? Käferfleisch? Nee, gerade mal 29. Okay. Ach ja, stimmt. Ich hatte die ja weiterverarbeitet damals für die Köder. Richtig. Naja, gut. Was soll's. Dann gehen wir jetzt einfach mal da hoch. Ich kann ja mal die Weintraube hier mitnehmen. Dann können wir die auch nochmal so einmal essen. Zack. Und? Ja, ist nicht viel, aber es geht. Was machst du? Keine Energie. Was magst du die? Ah, das ist schön. Da hast du echt was Gutes geleistet, Kindchen. Danke. Oh, das ist schön. Vielleicht wird es der öffentlichen Wirtschaft helfen, wenn alles gut läuft. Oh, dann hat jeder Arbeit und wir sind alle glücklich, richtig? Oh, das wäre so schön, wenn jeder irgendwie glücklich werden könnte. So, ich würde schätzen, auf Ebene 15 waren wir. Ja, sehr gut. Hier diese Käfer. Die sind am besten dafür, weil die häufiger auftauchen als die da unten. Na, sehr schön. Ich bin auch gespannt, was da denn bei rumkommt. So, hier oben. Zack. Und den Schleim nehme ich noch mit. Ah, okay. Oh, das geht so schön schnell. Ah, wisst ihr noch am Anfang, als wir gerade mal die ersten Schritte hier gemacht haben in den Höhlen? Da war das schon manchmal ganz schön nervig mit der Spitzhacke. Dass man da nicht richtig vorankam. Und jetzt ein Schleim einfach gewonnen-hittet. Selbst das Kupfer mit einem Schlag eingesackt. Ach, das ist irgendwie schon schön. So, hier. So, ich nehme die mal mit. Ich glaube, die Fasern können wir sogar ganz gut gebrauchen fürs Craften. Und ja, man sieht, dass mit dem Ring funktioniert.
Auch als Magnetring, das ist super. Also doch, der Ring hat sich auf jeden Fall gelohnt und war nicht teuer. Ich meine, 5 Eisenbarren, das ist doch wirklich sehr, sehr günstig. Na gut, die Solaressenz ist ein bisschen schwierig zu kriegen, weil man da wirklich relativ weit runter muss. Aber wenn man dann wirklich Glück hat... Oh, ich habe die Krabbe eben nicht gesehen. Ich habe mich eben nur auf den Käfer da links konzentriert. Wenn man dann eben beim Verkaufswagen Glück hat, kann man sich auch frühzeitig dann die 5 Dinger da holen. Das geht dann auch ganz gut. So, hier. Ja, ganz viele Fasern. Sehr schön. Und zack, der nächste. Aber ich glaube, 100, das dürften wir eigentlich relativ gut hinkriegen, ne? Ich meine, es gibt so viele von diesen Käfern. Da wäre es eher schwieriger, Kohle zu kriegen, 100 Stück. Denn ich meine, wir haben jetzt 34. Ich glaube, so 10 Stück haben wir jetzt rausbekommen und gerade mal ein Stück Kohle. Ne? Also im Vergleich gesehen, das ist schon ein bisschen doof. Ah, eine Geode. Sehr schön. Ja, Käferchen, komm her. Und zack. Ja, 5 Tage haben wir noch Zeit. Daher würde ich sagen, also an sich die Tiere und so weiter werden wir versorgen. Das ist ja wohl klar. Oh, sehr gut. Ja, super. Darauf hatte ich irgendwie schon gehofft jetzt. Dass jetzt sehr, sehr viele von diesen Käfern hier ankommen. Versammelt euch. Kommt her. Das ist sehr gut. Ah, ja gut, das war jetzt doof. Oh, ist das super. Aber wir bekommen zwar immer nur ein einziges Stück Käferfleisch von den Viechern, aber wenn wir dann eben sehr viele davon... Oh, schade, schon vorbei. Sehr viele von den Niedermetzeln, dann geht das schon ganz gut. Ich meine, 41 an sich haben wir jetzt schon. Ja gut, 29, aber trotzdem. So, irgendwo muss doch die Leiter sein. Ah, das finde ich trotz allem immer noch nervig, dieses Leitern suchen. Es ist nervig. Na, 20 Uhr. Ja, das geht. Na, komm schon. Ich habe kaum noch Zeit. Los. Nein, nein. Zonk, zonk. Kennt ihr das noch, Zonk? Wie hieß das, glaube ich, damals, die Serie? Das war ja irgendwie so eine, wie kann man es nennen? So eine Gewinnshow, dass man da hinkommt und dann kann man da Preise gewinnen und ach, so eine Game-Show? Ich weiß es nicht. Ich würde es eher als Zocken bezeichnen, weil man mit dem Moderator ja eher gezockt halt hat, als irgendwas zu spielen. Na stimmt, das war wirklich nur reines Zocken. Naja. Na, schade, das war's schon wieder. Ja, wir haben auch nicht mehr viel Zeit. 21:30. Ich glaube, in der Schädelmine, da hätten wir nicht so viel Glück mit den Insekten. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. So. Manu, wo ist denn die Leiter? Na komm schon. Irgendwo muss die doch sein. Ah, jetzt. Ich wollte gerade aufgeben. Oh, lass mich raten. In der Mitte sind ganz viele Käfer. Oh, das wäre jetzt so ärgerlich. Ich kann auch nicht weiter rauszoomen. Ja, ich weiß, wir haben nicht viel Zeit. Ja, natürlich. Da ist ein Käfer. Halt! Ah. Na, nee, das schaffen wir nicht mehr. Ist ein bisschen zu riskant. Ach stimmt, Willi hatte Geburtstag. Nein, ich hab's schon wieder vergessen. Nee. Bushaltestelle. Da wollte ich hin. Häschen! Naja, dann lasten wir erstmal ab. Würde ich sagen, das Käferfleisch, da es momentan Questgegenstand ist, packen wir es hier hin. Mayonnaise ist fertig. Die Tiere müssen gleich noch verwahrt werden, weggeschlossen werden, was auch immer.
Hauptsache, denen geht's gut. Zack, zack. Genau, dann kann ich als nächstes schon mal das hier machen. Bup, bup. Dann ist es am nächsten Tag fertig und dann können wir es gleich verkaufen. So. Was man nur noch machen braucht bei dem Gewächshaus, einfach mal reingucken, ob das schon soweit fertig ist. Einmal ganz kurz reinluschern, das reicht schon. Ja, die uralte Frucht, wenn das komplett alles voll ist damit, dann braucht man wirklich nur noch, ich glaube, einmal alle paar Wochen, wenn man so will, hier reingucken. Und das war's dann auch. So. Aber ich bin froh, dass ich mich daran erinnert habe, den Ring uns zu machen. Dann können wir nämlich mal gucken, ob wir ja, uns nochmal einen weiteren machen können. Das hier klingt nämlich interessant. Knochenfragment. Wenn Feinde dir Schaden zufügen, werden sie selbst Schaden nehmen. Da wir einiges an Schaden nehmen, wäre das nicht verkehrt. Aber das hier finde ich absolut widerlich. Käfersteak. Ugh. Kriegerring. Durchflutet den Träger gelegentlich mit Kriegerenergie, nachdem ein Monster erlegt wurde. Ah, das finde ich doof. Einige Viecher denn sind zäh und das wäre dann halt nervig. Robuster Ring. Halbiert die Dauer von negativen Statuseffekten. Interessant, ja. Schützt den Träger gelegentlich vor Schaden. Nee, sowas mag ich nicht. Leuchtet, zieht Gegenstände an und erhöht den Angriffsschaden um 10%. Das wäre nochmal interessant, aber 5 Iridiumbarren im Moment absolut nicht erschwinglich. Deswegen lassen wir das einfach bleiben im Moment. So, mal gucken. Ansonsten können wir nichts weiter großartig machen. Ja gut, auf das Trüffelöl, was der Bürgermeister haben will, da müssen wir eh noch warten, bis die Schweinchen groß sind. Naja. Na, und wieder schöner Umsatz. Hier, der Ziegenkäse. Ein Stück 600. Das ist schon sehr krass. Ja, die Pilze halt noch. Die Violette ist vor allem so schön wertvoll. Gut. Ach, wir haben noch nicht mal die 40 Minuten voll. Krass. Ja gut, ich habe ja den ganzen Tag sowieso kaum was gemacht. Naja, aber dennoch, 2 Tage in-game sind rum. Daher, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. In der Videobeschreibung findet ihr auch noch den Link zu Twitter. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Stardew Valley wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.